Hallo Zuschauer. Auch der Aufbau der kleinen Solaranlage ist schon wieder eine Weile her. Zeit also für ein kleines Update, wie es läuft, was ich damit tue und ob es noch funktioniert. Vom Dach kommt, geht es in einen kleinen Laderegler, der dann wieder mit einem Haufen Kabel an einer Batterie steckt. Dort ist auch ein kleiner Akkuaktivator verbaut, der den Akku etwas fit halten soll, die Batterie. Die hält bisher auch sehr gut durch, obwohl eine Autobatterie für sowas eigentlich gar nicht gedacht ist. Funktioniert trotzdem schon eine lange Zeit. Dran hängt dann ein Spannungswandler, der dann 230 Volt bereitstellt für verschiedene Geräte. Auch das funktioniert sehr gut, da kann man auch größere Geräte betreiben, sowie auch kleinere direkt per 12 Volt angeschlossen werden. Direkt an 12 Volt werden kleine Geräte betrieben, sowie Handy, Powerbank und so weiter. Alles, was man direkt mit einem 12 Volt Adapter mit USB-Anschluss anstecken kann. An 230 Volt angesteckt ist dann zum Beispiel auch der Fahrradakku, den ich momentan aber als große Powerbank benutze. Alle Geräte, die 1000 Watt und weniger benötigen, können auch problemlos betrieben werden. Die Beleuchtung direkt über der Werkbank kann ich auch mit Solarstrom betreiben. Sollte einmal wirklich zu viel übrig sein, kann ich immer noch eine Autobatterie mitladen. Der vollgeladene Fahrradakku kann dann tagelang über diesen USB-Hub Handy und iPad betreiben.